Wohl jeder mag Hundebabys. Ob Dalmatiner, Dobermann, Beagle oder Labrador. Wenn die Hunde so klein sind, sind sie alle ganz besonders niedlich. So mancher Hundefreund träumt deshalb davon, sich einen Welpen zuzulegen. Man sollte sich aber vorher genau darüber informieren, was damit auf einen zukommt. Der kleine Freund kann nämlich schnell zur Nervensäge werden, wenn man ihn nicht frühzeitig und vor allem artgerecht erzieht. Die Welpenzeit ist entscheidend für das ganze weitere Leben des Hundes. Die Sozialisierungsphase findet in den ersten 16 Lebenswochen statt. Der Welpe lernt in dieser Zeit, mit Menschen und anderen Hunden umzugehen und sich mit seiner Umwelt vertraut zu machen. Zahlreiche Hundeschulen haben sich genau darauf spezialisiert. Wie hier die Hundeakademie von Perdita Lübbe in Griesheim bei Frankfurt. In individuell angelegten Gruppenkursen wird dem kleinen Hund Orientierung geboten und klare Regeln vermittelt. Beim Welpenspiel können Hundekinder im Alter zwischen 8 und ca. 16 Wochen Sozialverhalten erlernen, Geschicklichkeit üben, noch mehr Bindung zu ihren Herrchen und Frauchen aufbauen und nach Herzenslust spielen und toben. Verhaltensforscher wissen bereits seit Jahrzehnten, dass die ersten 16 Wochen im Leben eines Hundes die wichtigsten sind. In dieser Zeit lernt er zu lernen. Alle Erfahrungen im Welpenalter bilden die Basis für die gesamte Entwicklung des Hundes. Deshalb ist es so wichtig, dem Zwerg so früh wie möglich eine gute Umweltsozialisation, ebenso eine innerartliche Sozialisation zu ermöglichen bzw. zu vermitteln. Je mehr er kennenlernt, desto leichter hat er es später, weil er weiß, wie mit fremden Situationen umzugehen ist. Die Welpenspielstunden und die sich anschließenden Junghundekurse sind sehr entscheidend. Und jedem Welpenbesitzer unbedingt anzuraten.
bei jedem Schritt ein. Sie haben es ja auch schon häufig genug, können Sie ja auch immer wieder Pausen zwischendurch machen. Sehr gut. Läuft ja wie am Schnürchen hier. Sehr schön. Und natürlich bei ihr wichtig, dass sie noch was kriegt, wenn die vier Füße unten sind und nicht, wenn sie springen. Gut gemacht. Und dann dran legen, wenn sie den Weg nach rechts eins vom Ball. Gut, genau. Das passt dann besser. Auch ruhig wieder neu probieren. Gut. Da war wieder das Vier. Übrigens, Herr Borisch. Sehr schön, gut gemacht. Lass sie ruhig immer wieder die rechte Hand da weg von der Leine, weil oft führt man sie ja dann nur noch so an der Leine und wir wollen ja eigentlich, dass sie locker. Oh, wenn mit Wurst. Haha, gut, gut, gut. Brauchst du noch? Lieber die ein bisschen das lang, denke ich. Wenn er jetzt nicht hoch ist, dann weiß ich auch nicht. Prima. Na also, geht doch. Dankeschön. Nehmen wir das nächste Mal Wurst. So, Buddy, komm. Na, also. Prima. Die erfahrene und anerkannte Hundetrainerin Katharina Queißer bietet mit ihrem Welpenprägekursen einen erfolgreichen Start in das Hundeleben. Im Welpenprägungskurs wird der Welpe mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, um seine geistige und motorische Entwicklung zu fördern, sein Selbstbewusstsein zu stärken, seine Umweltsicherheit zu festigen und die Erfahrung zu vermitteln, dass man vor fremden Menschen keine Angst haben muss. Denkt daran, Körpersprache, denkt daran, nur einmal euer Rückrufkommando zu rufen und nicht mehrfach hintereinander. Ja, und wenn der Hund zögert, weil es ist ja schon ein bisschen schwierig, hier so an allem vorbeizurennen, dann gebt ein bisschen körpersprachlich Gas. Ja? Fangen wir mal mit der Ronja an. Okay, fangen wir mit der Ronja an. Prima. Toll. Jetzt machen wir das mal unter etwas erschwerteren Bedingungen. Jetzt bin ich mal der Kothaufen auf dem Weg als Ablenkung oder der Rehknüdel, der gerne noch gegessen werden möchte, und lenkt den Hund ein bisschen mit Leckerchen ab. Jetzt wird euer Job schon etwas schwerer. Ronja. Hi. Ronja? Hier. Du, warte mal, ich müsste gerade das noch. Und jetzt aber super Freude, Bewegung reinbringen. Ja? Wenn du. Ronja, hier. Wenn du in so einer Situation, also wenn ihr euch das vorstellt, der Hund ist im Freilauf, da vorne liegt ein dampfender Pferdeapfel, ja, und ihr wollt euren Hund zurückrufen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund zurückkommt? Weniger als 50-50, ja. In der Regel wird der Hund sagen, jo, ich gehe halt jetzt nochmal schnell das Häufchen essen und komm dann zurück, ja. Genau, der Aff ist das richtige Wort. Ja, ihr müsst wirklich dann Gas geben. Und auch dann solltet ihr was wirklich Gutes in der Tasche haben. Ja. Machst du das toll. Prima. Okay, jetzt mache ich ein bisschen Ablenkung. Ein bisschen Vandea füttern gehen. Vandea, hier. Vandea. Vandea. Ja, ja, ja. Okay. Übt das, ihr könnt das auch mit eurer Familie üben, ja, dass einer hat ein gutes Leckerchen und der andere ein weniger gutes Leckerchen, ja, aber eben trotzdem ein Leckerchen, was sie so
neugierig macht, dass sie gerne bleiben würde. Ja, und um das am Anfang nicht so schwer zu machen, haltet ihr natürlich irgendwann mal die Hand wieder weg, damit der Hund wieder abgelenkt ist, dass das wieder verschwindet, das gute Leckerchen. Und dann übt ihr das in unterschiedlichen Situationen, mit unterschiedlichen Abständen. Und wenn ihr ganz unsicher seid, ob es funktioniert, hat der andere halt die Schleppleine in der Hand, damit er im Notfall den Hund zu sich holen kann. Weil das wird jetzt immer mehr passieren, die werden immer größere Abstände zu euch halten, sie werden sich immer mehr von euch entfernen und werden damit natürlich auch immer mehr Kram finden, der sich eurer Aufsicht entzieht. Fein. Prima. Fein. Und das Platz? Okay, das, das ist kein Problem, in dem Alter können wir noch nicht erwarten. Platz? Platz. Prima. Super, und gleich auflösen. Und hier. Wenn du und hier sagst, das ist kein Auflösekommando. Sie soll ja lernen, also du kannst einen Lauf oder ein Frei, oder, weil sie soll ja lernen, das ist jetzt eine Übung. Und wenn du das Zauberwort sagst, dann darf ich mich wieder bewegen, wie ich will. Ja? Je mehr Situationen der Welpe kennenlernt, aber auch je öfter er seine Angst zu überwinden lernt und das Hochgefühl verspürt, das ihn nach einer solchen Mutprobe befällt, desto mehr wird sein Selbstbewusstsein gestärkt. Die Bindung des Welpen an den Halter wird gefördert, denn Bindung baut man nicht nur über engen Körperkontakt, Schmusen und gemeinsames Spielen auf, sondern auch, dass man mit dem Welpen ihm unheimlich erscheinende Situationen übersteht und ihm Dinge beibringt. Dies muss auf jeden Fall ohne Zwang erfolgen, denn Lernen soll Spaß machen. Gut. Warum sagst du es nochmal? Du hast es gesagt und sie macht. Dann versuch körperlich, weil sonst fängst du an, sitz, ja. Das eine Mal hat sie es gemacht und dann kannst du, wenn sie aufstehen will, immer noch so einen kleinen Schritt vorgehen, um sie einfach daran zu hindern. Ja. Aber sonst fängst du an und sagst das Sitz 5-mal hintereinander und dann hast du den Effekt, dass du es immer 5-mal hintereinander sagen musst. Mhm. Ja, und das willst du ja nicht, das ist ja nicht dein Ziel. Ja. Mach's nochmal. Sunny, sitz. Geh mal einen Schritt auf sie zu. Sitz. Siehst du, ein Schritt auf sie zugehen reicht schon. Gut. Gut, prima, ist doch super. Denk daran, immer das Kommando aufzulösen, dass du wirklich, es ist ganz wichtig in der Hundeerziehung, dass ihr glockenklar seid. Weil der Hund hat nicht die Option zu überlegen, wie könntet ihr das jetzt gemeint haben. Das würde logisches Denken voraussetzen, das können wir. Ja? Wenn du deiner Frau eine unklare Ansage machst, kann sie vermuten, jo, ne, er wird das und das gemeint haben. Und wenn sie es nicht weiß, kann sie zurückfragen. Sven, wie hast du das gemeint? All diese Dinge können die Hunde nicht. Entweder wir sind klar und deutlich oder wir sind es nicht. Und wenn wir es nicht sind, müssen wir uns nicht wundern, dass der Hund uns nicht versteht. Weil die Optionen sind ihm alle nicht gegeben. Ja? Also Katzenbrecki, sind die gut? Ja. Okay. Ich wollte euch das Schau noch zeigen. Das Schau ist für mich ein Kommando beim Hund, wenn zum Beispiel mir ein anderer Hund begegnet und meiner halt ja, anfängt zu knorren, zu knuddern, so irgendwie sagt, ja, der ist komisch, die Haare gehen hoch und ich möchte gerne anständig an dieser Situation vorbei, ja, auf einem schmalen Weg und möchte auch nicht, dass die Hunde jetzt miteinander Kontakt haben, dann kann ich dem Hund beibringen, vorher natürlich, dass er mich anschaut. Der Hund kann nicht beides. Er kann nicht auf der einen Seite den anderen Hund anstarren oder androhen und gleichzeitig mich angucken. Und dann ist mir ja die Option lieber, dass ich mit meinem Hund im Fuß an dem anderen vorbeilaufe und er mich währenddessen anschaut. Bei mir heißt dieses Kommando Schau. Ich kenne aber auch Kunden, die sagen Guck, ja. Eine Kundin sagt zum Beispiel Auge, ja. Das Sichtzeichen ist immer so zum Auge hin, weil einfach das Sichtzeichen das Ganze nochmal unterstützt. Und das übe ich mit dem Hund. Darf ich mir mal die Vandea ausleihen? Oh, mach sie ab, wenn sie sich auf mich konzentrieren kann. Vandea, guck mal, was ich habe. Indem ich sie, ich zeige ihr, was ich habe, zeige ihr, dass ich was Gutes in der Hand habe und mache jetzt die Hand nach rechts.
weil ich vermeiden möchte, dass der Hund nur meinem Leckerchen folgt. Ja, wenn ich das jetzt hier vor meine Augen machen würde, würde der Hund zwar zu mir mich anschauen, aber er würde auf meine Hand gucken und ich könnte das nicht überprüfen, ob er mir in die Augen guckt. Deswegen halte ich das Leckerchen weg und wenn sie mich einen Moment anschaut, meine Erinnerung bringt, schau! Hier. Sitz. Fein. Fein. Genau, Hand weg und jetzt lass ihr einfach Zeit. Ja, jetzt. Hier, schau, schau. Genau, nicht... Ja, pass auf, dass du das Leckerchen nicht zu hoch gibst, sonst springt sie hoch. Mach's nochmal. Und ihr wechselt bitte auch immer die Hand. Mal die linke Hand, mal die rechte Hand, fein, damit sitz. Es egal ist, welche Hand ihr nehmt. Ne? Bei der Sache. Nein. Sitz. Richtig weghalten vom Körper. Sie soll selber die Erfahrung machen, das Angucken Schau. Von... Ja, aber wirklich, pass auf, dass sie dir nicht auf den Bauch guckt oder auf die Brust guckt. Sie soll wirklich... ins Gesicht gucken. Ja, und das reicht uns. Es ist ja auch eine Frage des Vertrauens. Ja. Hunde, die normalerweise sich anschauen, heißt ja Provokation. Wie, du willst was von mir. Ja. Hunde schauen sich nur direkt in die Augen, wenn es Streit gibt. Ja. Und der Hund soll lernen, dass er uns in die Augen schauen darf und dass wir so viel Vertrauen und Bindung zueinander haben, dass das erlaubt ist. Das ist ja keine hundetypische Verhandlung. Ja? Aber wir wollen halt, dass der Hund sich wohlfühlt, auch wenn er uns in die Augen schaut. Okay. Gut, zunächst mal ist es natürlich noch zu früh, sie in der Situation mit Fuß daran vorbeizukriegen. Es wird ihr nicht gelingen, ja? Weil das ist in der aufregenden Situation noch viel zu schwierig. Die Frage, die sich stellt, ist, muss ich meinem Hund stattgeben, dass er dann in die Leine reinrast und dahin will? Oder zeige ich dem Hund, dass ich dieses Verhalten nicht möchte, indem ich mich einfach umdrehe? Also so nach dem Motto, gut, du willst dahin, ja, bist aufgeregt, ziehst an der Leine wie die Lotte, ja, drehe ich mich um und gehe genau in die entgegengesetzte Richtung. Das wiederhole ich so oft, bis der Hund verstanden hat, dass er, wenn er sich so verhält, nicht zum Objekt der Begierde kommt, nämlich zu dem anderen Hund. Das ist eine Möglichkeit. Das ist eine Frage von der Situation. Ja, immer gucken, ob es die Situation hergibt. Wenn dir natürlich jetzt der andere Hund im Freilauf entgegenrennt, was ja durchaus auch eine Option ist, ja, das Frauchen sieht, das ist der Sven mit der Sunny, lässt seinen Hund los, dann kannst du das Spielchen natürlich nicht machen, weil dann wäre Sunny an der Leine und der andere würde im Freilauf auf sie zugaloppieren, das wäre nicht so besonders prickelnd, ja, weil es einfach nicht empfehlenswert ist, dass ein Hund an der Leine ist und der andere ist ohne Leine und kann sich natürlich entsprechend anders bewegen. Dann musst du in den sauren Apfel beißen, deinen Hund frei machen, Laufkommando sagen und dann ist es halt so. Wenn es aber ein Spaziergänger ist, der seinen Hund auch an der Leine hat und sie sagt, sie will dahin, würde ich mich immer umdrehen. Ähnlich wie bei dem Prinzip beim Leineziehen. Ja? Ihr einfach zeigen, nö, wenn du dich in die Leine reinlegst und da wie ein Bekloppt dahin ziehst, hast du mit dem Verhalten keinen Erfolg. Nur so, weil alles andere, Fuß, wäre in der Situation, wo so eine große Ablenkung ist, das kannst du noch nicht abverlangen. Also da reden wir über einen Hund, der ein Jahr alt ist, der sollte das dann können. Der hat dann aber auch... Wichtig ist, dass der Hund euch auch wirklich anguckt und dass man das auch dann steigert. Und das macht natürlich keinen Sinn, das zu üben, wenn dann schon der andere Hund kommt, sondern natürlich im Vorfeld, ja? Dass ich das dann irgendwann auch mal abrufen kann. Weil es einfach angenehmer ist, wenn der Hund mich anschaut, anstatt den anderen Hund anzuprollen. Okay? Prima. Dankeschön. Der Hund sieht auf die Distanz sehr schlecht. Du könntest eine Eiche sein oder ein Laternenpfahl oder ein Fremder. In dem Moment, wo ihr anfangt, euch zu bewegen, Bewegung reinbringt, wird der Hund wieder aufmerksam. Das kommt aus dem Beuteverhalten. Ja? Ein Jogger oder Fahrradfahrer, der langsam an uns vorbeiläuft, das interessiert meistens die Hunde nicht. In dem Moment, wo eine gewisse Geschwindigkeit reinkommt oder eine bestimmte Bewegung reinkommt, wird der Hund erst aufmerksam. Oder ist ein Jogger und will eventuell hinterher. Ja? Das müsst ihr euch zunutze machen, weil das kann durchaus sein, dass der auf 5 Meter euch gar nicht erkennt. Grundstück ist territorialer Bereich. Im Grundstück kennt sich der Welpe aus. Ja? Da wird er von Anfang an hingetragen, da kann er sich lösen. Ja? Das ist sein Zuhause. Und da macht er nicht dieselben Erfahrungen wie draußen, wo plötzlich fremde Hunde auftauchen oder komische Sachen rumstehen. Grundstück ist vertraut.
und wo ich mich vertraut und sicher fühle, habe ich eine ganz andere Entscheidung. Da sage ich, wieso, hier ist doch alles, hier geht es mir doch gut. Als wenn ich draußen bin und vielleicht Hilfe brauche von Frauchen. Tagsüber seid ihr wach, da achtet ihr mehr darauf. Ja, und schaut sie an und seht die Signale und da hat sie es ja gar nicht nötig wahrscheinlich. Ja. Man habt da ja auch so euren Rhythmus, so alle, was weiß ich, jetzt alle 3 Stunden oder so, wenn man dann halt rausgeht, da brauchst du sich ja nicht melden. Wenn ihr euch da den ganzen Tag auf die Couch legen würdet und würdet so tun, als wenn ihr schlafen würdet, würde der Mechanismus genauso funktionieren wie nachts. Ja, weil sie dann merken würde, dass ihr nicht da seid. Das ist der Punkt. Ja. Weil der Hund lernt ja immer in den Situationen, in denen es passiert. Also nachts ist was anderes, da seid ihr in diesen komischen Betten und ihr seid nicht da und ihr schlaft und tagsüber seid ihr präsent. Ja, und dann guckt der, schnüffelt der Hund und dann rennt doch schon einer von euch los und sagt, oh, die muss mal raus, zack, und dann rennt mal los. Also warum soll sie dann was sagen? Geht mal da raus! Ja, dass sie sich hier unter dem Kinderwagen gegenseitig verduseln. Im Spiel mit gleichaltrigen Artgenossen und mit Menschen lernt der Hund, die jeweilige Sprache zu verstehen. So kann man gemeinsam zu einer guten Sozialisierung der Vierbeiner beitragen. Du Riesenteil, Riesenteil, komm her. Oh, die Wand, der ist ja schon ganz schön schwer, mein lieber Schnee. Wie findest du denn das? Wie findest du denn das? Ist das schön? Ist das schön? Ist das schön? Ja. Stört sich keiner, dass wir da drin sitzen? Kann ich? Jetzt, ja. Komisch. Seht ihr, da, jetzt stellt, ist das Pauline? Sunny stellt sich über Pauline, ne, zeigt Pauline ganz klar, hallo, ich bin stärker. Holt sie mal alle rein, lasst sie mal kurz ausruhen, machen wir mal eine kleine Übung, dass sie mal ein bisschen runterfahren. So, das war's jetzt zum Thema Bälle. Gut. Ja, unser Mädchen. Feines Mädchen. Vor dem Bällebad gruseln sie sich am Anfang alle ein bisschen. Wir haben daheim ja. Ja, das ist halt schon sehr groß und tief, obwohl es nachher nichts Schöneres gibt, als in das Bällebad reinzuhüpfen. Aber man muss es halt erstmal kennenlernen. Ich würde sie auch nie da irgendwie reinschmeißen oder so, ne, damit sie halt nicht den Schock ihres Lebens kriegt, sondern der Hund soll immer von sich aus entscheiden, wann er da reingeht. Das ist ganz wichtig. Ne? Das ist ganz wichtig. Da, Schnee. Bringst du mir das fein? Kannst du natürlich bei der Gelegenheit auch schon immer gleich das Bringen zum Beispiel sagen. Ne? Und ansonsten hier bei der Geschichte tauschen. Ne? Weil wenn ich jetzt aussage, dann sagt sie mir, jo, kenne ich nicht das Wort. Ne? Holst du mir noch mal gerade die Käsescheibe? Die habe ich auf die Fensterbank gelegt. Auch lernen. Ne? Kinderhände immer weg von den Hunden, Mäuschen. Ja? Wenn die mal miteinander spielen und hapschen, dann ist mal schnell die Hand drin. Immer weg, wenn Hunde spielen. Du kannst es gerne beobachten und dabei sitzen bleiben, aber nie die Hand da rein. Der Hund kriegt es gar nicht mit und dann tut es auch. Hier haben die Welpenbesitzer auch die Möglichkeit, Frau Queisser gezielte Fragen zu stellen, die kompetent und umfassend beantwortet werden. Wenn du die Gelegenheit hast,
und kannst zumindest bevor du den Hund noch, bevor du den Hund freilässt, einen Sitz abverlangen, bringst du ein bisschen Ruhe rein. Das kann man übrigens als Ritual sowieso jedes Mal machen. Also zum Beispiel, der Hund wird aus dem Kofferraum rausgeholt. Erstmal muss er erst im Kofferraum warten, schon mal klar. Das übe ich natürlich auch. Bleib, Kofferraum aufmachen. Ja. Will der Hund rausspringen, mache ich den Kofferraum halt einfach wieder zu. Das mache ich so oft, bis der Hund verstanden hat. Hinten im Auto Theater machen, bis er rauskommt, geht nicht die Nummer. Das macht durchaus Sinn. Denn wie oft ist es schon passiert, du machst deinen Kofferraum auf, stehst irgendwie an der Straße, der Hund wischt raus und rennt dann erstmal los, weil er aufgeregt ist und yippie und endlich raus. Das kann ja auch mal ins Auge gehen, ne? Ja, wenn er dann gerade über irgendeinen Fahrradweg rennt oder über irgendeine Straße rennt, dann holst du deinen Hund auch nicht mehr ein. Also dieses Bleib im Auto, wenn ihr dann den Hund aus dem Auto rauslasst und angeleint habt und wollt ihn gleich frei machen, dann würde ich erstmal einen Sitz abverlangen. Und ihn dann mit der Karabiner abmachen und laufen lassen, sodass da Ruhe reinkommt. Weil sonst lernen die Hunde ganz schnell, ah ja gut, es geht dann immer zu der Wiese XY, ne, und dann geht das Auto auf und dann renne ich da raus und dann flitze ich los. Und dann habt ihr eigentlich überhaupt keine Kontrolle mehr über euren Hund. Wenn dann da hinten just in dem Moment ein Fahrradfahrer kommt, sammelt ihr euren Hund nicht mehr ein. Weil dann hat er schon Spaß. Ja? Also immer so ein bisschen Ruhe reinbringen. Und das ist auch das, was ich mit dem Streicheln meine. Es gibt zwei Gründe. Erstens mal mögen 99,9% der Hunde tatsächlich dieses Kopftätscheln nicht. Das ist einfach so. Das heißt nicht, dass sie das zu Hause beim Schmusen nicht anders empfinden. Was ist denn sicherer, das Sitz oder das Platz? Also sicherer im Sinne von, dass der Hund besser kontrollierbar ist. Ich kann noch gucken, wo ich bin. Ich hätte einen Platz, kann er so schnell los. Dein Argument ist gar nicht verkehrt, aber stell dir vor, du würdest jetzt da vorne ein Hasenrennen sehen. Der Hund hat den noch nicht gesehen. Du bist schon so weit und kannst auf der Distanz sitz und bleib sagen. Jetzt ist der Hund aber noch auf der Höhe, wo er den Hasen durchaus sehen kann. Und wo es sehr wackelig wäre, ob er nicht vielleicht doch noch sagt, scheiß doch drauf, ja, ich renne dem Hasen trotzdem hinterher. Legst du ihn ins Platz, und das kommt ja, daher kommt ja auch dieses Down von den Jägern. Ne? Down heißt bei den Jägern, der Hund ist im Platz und legt den Kopf auf den Boden. Und das ist deswegen, das wird deswegen so gemacht, damit der Hund gar nicht mehr Sichtkontakt zu irgendwas hat, was da oben irgendwo rumfliegt oder rumrennt. Ja, wenn der dann im hohen Gras liegt, sieht er nichts mehr. Klar, er hört, er riecht, aber er sieht nichts mehr. Es gibt ja viele Hunde, die ausschließlich mit den Augen jagen. Ganzen Podenkos zum Beispiel, Ridgebacks, sind alles Sichtjäger. Für die ist es nicht so entscheidend, dass da eine Spur ist. Ja? Der Labrador ist ein Spur, der geht auf Spur, ist ein Nasenjäger. Ja? Der nimmt einen Rüssel nach unten und sucht das, was er finden will. Der Podenko oder der Ridgeback, das sind hier die Scanner. Ja, die scannen die Umgebung ab, und erst wenn irgendwo Bewegung da ist, irgendwo, weil solange das Reh da steht, interessiert es den Hund nicht. Sobald es anfängt wegzulaufen, Sichtjäger. Ja. Von daher kommt das daher, dass sie halt dann ganz abgelegt werden. Aber Down ist schon hohe Schule. Seid ihr, glaube ich, also ist man einfach in dem Alter noch Lichtjahre von entfernt. Wir wären ja dann froh, wenn wir in einem halben Jahr das Platz auf Distanz hinkriegen würden. Ja? Das immer realistische Ziele setzen. Aber umso sauberer ihr das natürlich aufbaut, umso größer sind eure Chancen, dass es später funktioniert. Weil wir gehen jetzt mit großen Schritten auf die Junghundezeit zu. Wie bei vielem, ja, wird, wenn du es ignorierst, irgendwann der Punkt kommen, je nachdem, was es wäre. Also wäre es Reglementierung, müssten wir es ignorieren, weil sie muss halt einfach lernen, dass es Situationen gibt, in denen sie nun mal an der Leine ist, ob ihr das nun passt oder nicht. Also es sieht ja eher so aus, als ob die das macht, weil die nagt halt gern so rum. Also es ist jetzt nicht irgendwie Provokation oder irgendwas, dass die, sondern die mag es halt an der Leine rumzukauen. Also wenn dir diese Leine wichtig ist, ja, dann nimm eine andere, ja, eine Gammelleine, wo du sagst, gut, die kann, meinetwegen wird die halt dann jetzt zerkaut, und versuch das erstmal auszusitzen. Mhm. Weil in dem Moment, wo du sie korrigierst, einwirkst oder ständig ihr die Leine aus dem Maul nimmt, hat der Hund mit dir eine Menge Spaß. Mhm. Okay. Ja, das sind Sachen, die sich in der Regel von alleine verwachsen.
Nur wenn wir halt, weil wir uns um unsere Leine Sorge machen, dann doch ständig da irgendwie drauf eingehen, dann lernt der Hund natürlich, jo, immer wenn ich in die Leine beiße, dann habe ich den Kontakt zu Frauchen oder Herrchen. Das ist einfach das Ergebnis und das können wir nur über Ignorieren löschen. Okay, und bleib, machst du es auch mit Körpersprache? Ja, also eine klare Körpersprache. Das kann am Anfang bedeuten, dass du wirklich nur einen halben Schritt nach hinten gehst. Es gibt sogar Hunde, wo man erstmal nur mit dem Oberkörper genau nach hinten geht, ja, um anzudeuten, dass man weggeht. Wichtig ist, dass du das stabil aufbaust und zwar wirklich in winzigen Schritten. Nein, rumdrehen machen wir irgendwann mal im fortgeschrittenen Kurs. Am Anfang bleibst du wirklich, ja, vis-à-vis mit dem Hund. Und probier es erstmal aus, wenn zwei Schritte, wie weit kannst du schon, ja, weg? Noch Meter, okay, dann bleib bei dem, was schon geht und mach das erstmal ein paar Wochen auf die Distanz. Wenn das sicher ist, wenn da der Hund ruhig sitzt und sagt, okay, dann geh du mal deinen Meter weg, ja, dann gehst du den nächsten halben Meter von ihr weg. Und so ganz langsam, ohne dass du den Sichtkontakt verlierst. Weil in dem Moment, wo du dann irgendwo um die Ecke biegst, wird der Hund schon wieder aufstehen und kommen. Weil das dann einfach zu gruselig ist. Und ganz wichtig bei dem Bleibüben ist, dass du den Hund immer so ablegst, dass er Kontakt zu dir hat. Wenn ich einen Hund in dem Alter mit dem Po zu mir ablegen würde, wenn ich jetzt hier so wie die Vandea liegt sagen würde, bleib, hätte die keinen Kontakt zu mir. Und die würde sich umdrehen zu ihrem Menschen, um zu gucken, wo geht er denn hin? Und dann wäre sie schon wieder aufgestanden. Also das Bleib wirklich in winzigen Schritten üben, damit das später auch mal verknüpft werden kann mit zum Beispiel Platz, Bleib. Wenn ich das mal auf die Distanz dann machen kann, ja, dass ich dann also auf 100 Meter den Hund ins Platz rufen kann und ihm gleich noch sagen kann, bleib gerade da, wo du bist und dann kann ich da in aller Ruhe hingehen und meinen Hund anleihen, weil da vorne vielleicht gerade eine Rehherde steht. Ja, also, weil wir wissen ja auch alle noch nicht so, wie sich das so jagdlich entwickelt, ne? Das kommt ja dann noch dazu. Der Hund darf, also was er nicht fressen darf, ist Paprika, Auberginen, Spinat, also alle Nachtschattengewächse sind schwierig, Lauch keinesfalls, sie sind Zwiebelgewächs, Kartoffel, außer sie ist in gekochter Form. Was man geben kann, sind Zucchini, Banane, Apfel, Birne mögen auch manche, Trauben in großen Maßen, also wirklich nur in kleinen Maßen, weil Trauben, ja, dieses, die Verdauung, und die haben auch die haben so ein Gift drin, was in höheren Mengen schädlich ist. Bei Nüssen gilt dasselbe. Auch, also einmal eine kleine Nuss ist nicht das Thema, aber 10 Nüsse wäre nicht so gut. Schokolade auch klar, umso dunkler, umso schädlicher. Karotten sind auch kein Problem. Wenn ihr mal was kocht, müsst ihr immer daran denken, dass wenn ihr was kocht an Fleisch, wo Knochen dran sind, ihr nie die Knochen geben dürft. Wir Barfer, ich barf ja, ich fütter ja Rohfleisch, dann ist das kein Problem, aber die Knochen, die gekocht werden, werden brüchig. Und zwar durch das Kochen. Und dann wird es gefährlich, dann splittert das und dann steckt es am Ende irgendwo im Darm oder im Magen oder im Hals. Also wenn ihr mal so irgendwas habt, so einen alten Vogel, ihr habt ein Hühnchen gegessen und wollt den Hund daran teilhaben lassen, dann müsstet ihr alles abmachen und keine Knochen geben. Ja, Schwein Knochen, ja, grundsätzlich nicht, aber auch nicht vom Schwein oder vom Rind, so ein Kassler oder so ein Kotelett oder wo da Knochen so dran sind. Oder sowas würde gehen, sind ja weich, oder? Also gebe ich nicht. Schwein. Keinesfalls Schwein. Schwein ist ganz große sein, ja. Ganz große Gefahr. Kann der Hundemagen überhaupt nicht mit umgehen, kann ziemlich schnell zum Tod führen. Also, was man vom Ei auch nutzen kann, ist die Eischale. Wenn man einen Mörser hat, kann man die Schalen ganz gut zerstampfen. Das ist Kalzium, das ist für die Hunde in dem Alter besonders gut, wegen dem Wachstum. Ja. Und ein Schuss Öl, wobei dann bitte nur Leinsamenöl, Lebertran, Distel und Olivenöl. Das sind die Sorten, die am besten vertragen wird. Bei Öl und Ei wird das Fell ganz schön. Ja, das tut dem Fell ganz gut. Ne? Es schadet nichts. Wenn man jetzt sagt, okay, zweimal die Woche macht man ein kleines Esslöffelchen Olivenöl drüber, schadet nichts. Ja? Oder einmal in der Woche mal ein Ei drüber. Manche Hunde mögen das Ei gar nicht, andere finden es ganz klasse. Ja, also das kann man machen.
Das muss man aber sicherlich nicht machen, weil bei uns die Nahrungsmittelindustrie im Tierbereich schon relativ gut erforscht ist. Also da bin ich als BAFA, muss ich viel mehr achten, was ich alles so an Zusätzen so dran mache. Es gibt auch dieses Hagebuttenpulver zum Beispiel. Jetzt in der Jahreszeit kann man das auch ab und zu mal geben, weil Vitamin C vom Hund nicht aufgespaltet werden kann. Beachten Sie bitte auch das aktuelle Videoprogramm Katzenbabys. Informationen, Tipps und Ratschläge für Katzenfreunde. Willkommen in der Welt der Katzen. In diesem Film dreht sich alles um die Katzenbabys. In unserem ersten Kapitel gibt es viele Informationen rund um die kleinen Welpen. Dann stellen wir die unterschiedlich ausgeprägten Sinne der Katze vor. Im Kapitel Das Verhalten geht es um die Kommunikation der Katzen und das besondere Sozialverhalten dieser Tiere. Natürlich gibt es auch viele Informationen zur richtigen und artgerechten Katzenhaltung. Und der abschließende Katzenclip lässt uns beim Spielen und Toben der kleinen Katzenkinder zusehen. Katzen werden bereits seit rund 5000 Jahren als Hauskatzen gehalten. Zunächst vor allem deshalb, weil sie Jagd auf gefräßige Mäuse oder Ratten machten. Heute vor allem, weil es wohl kein schöneres und anmutigeres Haustier gibt.